Weil ich dachte, ja, das wird jetzt Unmengen an Geld kosten. Man, gut, die Autos, na gut, das interessiert mich jetzt wenige. Ja, Dito. Aber. Du Scheiße. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, ohne Stoppe zu spielen, ey. Aus dem rechten Stick, ey, das geht. Ach du, ich habe jetzt meinen alten Controller für das für Ja. GTA. Ey, wie ungewohnt, ey. Alter Schwede. So, dann sage ich mal ein herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Foli von Folis Gamerhaus, zu einer neuen Folge Let's Play GTA. Das neue DLC ist draußen. Casino. Eigentlich heißt es Diamond Casino and Resorts. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht vorab zu viel vorspare. Und ich hoffe, dass das Intro einfach nochmal funktioniert und gleich losgeht. Ich hoffe, ich habe rechtzeitig abgebrochen. Bin mir aber nicht sicher. Wer ist abgebrochen? Das DLC. Ja, es funktioniert nochmal. Also, da haben wir es, das Diamond. Ich lasse es euch mal genießen. Ich bin mal momentan still. Hol mal was zu trinken und ihr genießt es. The Diamond Casino and Resort. Play around. Escape the ordinary. An exclusive luxury adult playground with limitless indulgences. Binge and give in to temptation in our VIP casino. Play table games, slot machines, bet on horses. Lonely stepbrother takes the race. Spin the lucky wheel to win prizes or a new luxury car. Depraved nightlife, world-class luxury shopping. Or relax on the roof terrace and swing by the hot tubs and infinity pool. The party doesn't have to stop. Spend your money sensibly by purchasing a luxury penthouse complete with lounge, guest bedrooms, home theater, bar, private tables, spa, and an office. Penthouse owners can play high-limit tables and chill in the VIP lounge with other people of a certain caliber. Give in to your whims and desires and an experience you'll never forget. Until you do. Private. Pristine. Impeccable. The most exclusive casino in San Andreas. The Diamond Casino and Resort. Play around. Tja, das Intro sieht ja schon mal vielversprechend aus. So, jetzt sind wir wieder zurück. Zusammen natürlich mit dem Steamer Devil 68. Moin moin. Moin moin. So, jetzt gehe ich mal was zu trinken holen, geschwind holen. Und ich denke mal, wie du schon gesagt hast, vom Casino. Stehe ich schon mit meiner. Ah ja, tatsächlich, ich stehe schon mit meinem Dings vor dem Casino. Dann schick mir mal bitte Einladung und dann, weil ich habe letzte Spawnpunkt, also müsste ich auch hier landen. Ja. Dann schicke ich dir mal eine Einladung. Wenn es denn gleich funktioniert. Was es gerade nicht tut. Doch jetzt. So. So. Ja. Geht ja auch so. So. So, das ist mein letztes Partyhütchen. Habe ich letztes Mal noch von Judgment Special bekommen. Beziehungsweise besorgt. Aber ich mache mal, wie es mir gewohnt seid von früher her. Den Rockerhelm wegmachen. So kennt ihr mich von früher. So wollt er es, so kriegt er es. So, jetzt gehe ich aber schnell was trinken wollen. Und der Steamer Devil kommt gleich hinzu. Und dann geht's los mit dem neuen DLC von GTA. Hast du schon eine Einladung geschickt? Ja, hab ich. Und sonst versuchst du mal über die Party reinzugehen, wenn sie nicht angekommen ist. Nee, ich kann ja die Party. Alles klar, bis gleich.
toll, jetzt können die anlaufen. So, da bin ich wieder zurück. Hat's geklappt? Ja, jetzt kam, also über die Party kann ich den brauche ich ja einladen. Und jetzt vor einer Minute kam jetzt gerade die Inladung. Jetzt muss ich gerade wieder grad zurück. Die Technik spinnt, die Technik spinnt. So. Ich werde mich mal ein bisschen hin und her bewegen. So. Also jetzt warte ich wieder, weil ich das anwende. Jetzt hat gestern? Ja, gestern Abend bei Apex hat jetzt gestanden mit der Fangzentrale Frankfurt, was weiß ich, 13 bis 16 MS pro Sekunde, also Sekunde und 0% also alles gut. Das habe ich jetzt das erste Mal gesehen bei dem Spiel. Echt? Ne, ich habe schon ein paar Mal gehabt. Ja. Was ist denn hier? So, viele von euch kennen das Casino noch ein bisschen anders. Da stand da noch ein riesengroßer Baustelle stellenweise. Das ist natürlich ein blödes Kennzeichen. Ja, jetzt spawnen und können wir lassen. Wie gesagt, wir waren schon eine Weile nicht mehr in GTA online, deswegen verzeiht uns hier und da mal ein bisschen Fehlgriff vielleicht. Stil war das, glaube ich. So, blinken. Alter, gibt's da auch neue Dings? Champagner trinken? Nein, Pissbox. Champagner trinken? Achso, das heißt wieder kaufen. Nee, lass mal lieber. Der Boogie? Was ist denn der Boogie? Der Boogie ist neu. Die Aktion. Boogie ist ja cool. Jetzt bin ich immer. Was soll dann die Scheiße, ey? Der Schattenboxer. Der Handkantenschlag. Mensch du. Der Kehlenaufschlitzer. Die Heulsuse. Und dann gibt's glaube ich sowas wie lass regnen. Nee, das gibt's schon eine Weile. Aber da gibt's auch Dings so wie bei Karate Kid, ja, wo er da den sterbenden Schwan da macht, weißt du, da den Kranich oder was, wie sich das nennt. Und das ist da drin auch irgendwie, aber ich hab's da nicht gefunden. Kehlenausschlitzer, Heulsuse, das regnet, ne, das haben wir schon wieder zu weit. Schattenboxer. Okay, dann noch immer, eine Einladung schicken. Ja, warte. Da lasse ich jetzt mal auf jeden Fall den Woogie drin, ne? Okay. Oh, der Server von Rockstar ist momentan nicht verfügbar. Ja, super, läuft. Wie soll ich dich jetzt dazu einladen? Wenn du eine Einladung, kannst du eine Einladung verschicken? Eine eigene Sitzung? Da müsste ich erstmal in der Sitzung gehen, also in der geschlossenen.
Weil Roxler macht gerade. Warum macht das auch immer Roxler? Das ist ja mal der größte Kack, den es überhaupt gibt. Sind wahrscheinlich viel zu viele oder so. Das kann natürlich sein. Der Kack ist natürlich, bringst du neues DLC auch und kackt gleich wieder total ab. Der dreht sich hier ein Wolf bei mir, ey. Probier's mal so. Ja, dann machen wir's anders. Dann gehe ich raus in der öffentlichen Sitzung. Ah, jetzt geht's wieder. Das macht sowas. So. Weil jetzt geht auch die ganzen Telefone. Guess who I just spoke to? The grow house. And you know why they were calling me instead of measuring soil nutrients or whatever the fuck? Because there are no plants. You need to go over there and do a resupply run now. Muffel ist auch ein, ja klar, wegen GTA mit Sicherheit. Gott, ey, der ist gestern schon mal eine Verstohlenheit, ey. Lange nichts mehr von ihm gehört. Also ich muss schon mal komplett das Spiel schieben, ich mach das jetzt zu. Komm. So, ich bin jetzt komplett raus. Okay. Noch ein Platz in der Lobby, na Steve, komm rein, natürlich. Ich guck mal, ob ich dich finde. Wenn du online bist, bringe ich ständig natürlich gleich mal Einladung mit rein. In der Party natürlich auch. Kannst du auch gerne vorbeikommen und kurz Hallo sagen. Hast du jetzt schon was geschickt, ne? Doch, hab ich. Aber ich kann dir gern nochmal eine senden. So. Was ist denn hier? Die war vor 10 Minuten. soll ich mal einen Mupfel mit einladen? Ein Mupfel? Moment, muss erst ein Update ziehen und Baby ins Bett schaffen. Naja, mach das mal. Was hast du? Hast du die Lobby jetzt gewechselt? Nein, ich bin immer noch in der. Achso, okay. Boah, ist das warm. Was habe ich in meinem Zimmer jetzt? 32 Grad. Das ist lecker. Hier passiert nichts, oder? Gar nicht. Vielleicht geht das noch in der öffentlichen Lobby? Nein. Aber privat wäre mir ehrlich gesagt lieber. Oh. Warte mal. Ich starte jetzt noch mal GTA. Ja. Und geh dann in eine geschlossene Freundes-Dingens. Ja, oder machst du es so? Und dann so. Kann ich ja mal gucken, ob ich die Einladung dir schicken kann. Okay, also wir sehen jetzt auf jeden Fall, ich denke mal einen kurzen. Ich wurde gerade eingelassen, ich bin zu weit vorgegangen ins Casino. Mir wurde gerade Eintritt gewährt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir lassen einfach das DEC ein bisschen laufen. Viel Spaß. Achso, vergesst nicht Likes und vielleicht ein Abo da zu lassen hier auf YouTube. Danke. Right this way, sir. Welcome to the Diamond Casino Spa and Resort. We are finally open for business.
I'm Tom Connors, Executive Director of Guest Services. Unfortunately, as Vincent mentioned, we guck mal, jetzt, ich bin schon ein bisschen vorangelaufen. Ich dachte, ich wollte nur das vorne ein bisschen angucken. Ich kenn's ja schon. Achso, ich kenn's noch nicht. Also von daher, genieße ich es gerade. Jetzt bin ich umlaut. Oh, the boss. Miss Baker, I'd like you to meet a prospective member. And this is Miss Agatha Baker, our general manager. Thank you, Tom. Good to meet you. Enjoy your time with us. Tom, are you going to give them a little tour of the resort? Was ist denn das für ein Sekt? Das sieht aus wie Pisse. So far, no sign. Pisswasser, ah ja, das kann natürlich sein. So sieht's aus. Okay. So, come with me, please. Frisch von einem Urinstein. Das, was der an ach, das nennt ihr dann Nature bestimmt, hä? Das ist das, was du da immer in der Toilette da machst, oder wie? Das sind doch die Gitterteile da drin, da, ne? Und Bonbons hängen da auch manchmal, ich weiß. Aha. Okay. Das sieht aus wie ein bisschen Clark Kent. Mit schlechter Version. Vom Superman. Ja, ja, genau. Der Manager oder was? Ne, der andere, der Information, bei dem kannst du dann... Also. Kannst du schon das Casino schön ausrauben, also so als kleinen Kurzclip. Ja. Ocean's 11 oder sowas, Ocean, oder Ocean's 12 oder sowas. So, der Ladegang vorläuft und das Bild hält an. Das heißt, entweder kackt's ab. Nein, wir sind im Casino jetzt drin. Das ist ja neuer Kontakt, ist dort. Was ist denn jetzt los? Was knallt denn hier immer? Ah ja, das war mein Getränk. Es ist zu warm hier drin. So, der Standardmitgliedschaft kann bei dem Guest Service gekauft werden. Damit kannst du, bla 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 bla, das war zu schnell. Kaufe dir ein Penthouse, um eine VIP-Mitgliedschaft zu erhalten. Damit erhältst du Zugang zu Tischspielen mit hohen Einsätzen und anderen Dienstleistungen. Beim Kassieren kannst du Jetons erwerben. Diese benötigst du, um Spiele und um Gegenstände in den Casino-Laden zu kaufen. Hier kannst du täglich einige gratis Jetons als Besucherbonus abholen. Aber das Auto muss nicht unbedingt sein. Das ist nicht gerade so der Renner. Außerdem ist das Frankreich. Das kannst du am Rad, da ist ja da das Glücksrad da. Ja. Da kannst du auch mal am Tag drehen, wenn du Glück hast, gewinnst es. Ansonsten kannst du es kaufen. Na dann gucken wir uns einmal noch mal kurz hier ein bisschen um. Okay, viel bewegen kannst du nicht, du kannst nur laufen. Kannst du hier tanzen drin auch? Ja, kannst du. Das geht. So. Dann drehe ich mal einfach mal am Glücksrad, oder? Ja, ich drehe mal. Ah ne, kostet $500. Alter Falter, ey. Jetzt muss ich drehen. Ich hab auch nichts bezahlt. Dann. Aber du kannst ja schon mal 1000 Chitons abholen an der Ausgabe, weil du kriegst sie für ihn. Ach, Chitons heißt. Danke für die Korrektur. Na. Naja, Klamotten, oder? Nee, RP-Punkte. Jawohl, super. Das braucht nicht unbedingt RP-Punkte. Na gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab keine Spaß. Bin ich wieder in meinem Casino. In meinem Casino. Bist du draußen oder bist du im Casino jetzt drin? Nee, ich bin bei mir am Club gespawnt, obwohl ich den letzten Spawnpunkt genommen hast. Genau. So, da sind wir auf jeden Fall bei The Diamond and Casino Resort. Also, ich bin drin. Das schon mal, steht schon mal. So, inside the track. Was haben wir denn hier noch so alles? Das ist hier die VIP-Lounge, nehme ich mal an. Schmeißt du mich jetzt hier raus? Genau, ja, gehen wir das. sag mal, Kunderkinde. Ich tanze dir auch einen vor, wenn du mich reinlässt.
Hey, da ist Oprah da hinten. Ich muss mit Oprah reden. Darf ich mal mit Oprah reden? Ey, da schmeißt mich wieder raus. Das gibt's nicht. Okay. Du hast keinen Zugang, VIP-Lounge. So, dann gucken wir uns mal an, wo der ganze Spaß, was das alles kostet hier. Inside, okay. Hier höre ich Pferderennen auf jeden Fall. Hier kannst du scheinbar auf Pferderennen wetten. Yep. Ich nehme an, dann kannst du dich hier irgendwo an den Platz setzen. Ja, du benötigst einen Händler. Ah, okay. Kassieren, um zu erwerben. Alles klar. Das ist ja wie illegales Glücksspiel. So. Stuff only. Ja, das ist doch was für mich. Kannst du bestimmt reinglitschen, oder? Na. Die Tür wackelt schon. Gibt's bestimmt den nächsten Glitch. Sehr schön. So. Aber ansonsten finde ich es gerade mal so schlecht. Es ist halt ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall war es zu erwarten, beziehungsweise nicht zu erwarten. Es ist schön, dass sie es gemacht haben, das DLC. Das war so lange erhofft und erwartet. Von den jeweiligen Fans von GTA. Einschließlich mir auch. Ich finde überall in Los Santos, Flint County, versteckte Spielkarten und Jetons und RP zu verdienen. Sammle alle, um zusätzliche Belohnungen. Ich finde das auch mit dem Diamond-Regen sehr schön. Kann man schöne Bilder damit machen. Okay. Das sieht cool aus, ja. Das macht echt was her. Table Games? Okay, dann hast du hier das. Nee, ich will nichts spielen. Ich will jetzt erstmal wissen, wie das hier weitergeht. Bin doch sehr neugierig. So, meine Kunderkinder. Um das Casino-Personal zu sprechen. Joints erwerben, 10. 10. Eintauschen, okay. Besucherbonus. Hole dir täglich Besucherbonus in Höhe von 1000 ab. Ja, dann nehmen wir das doch gleich mal. Oh, das kostet nochmal Geld, ne? Das war ja klar. Super. Also, kopieren. Das Update wird nach ca. 20 Minuten dauern. Dann wäre ich mal wieder dabei. Alles klar. Mach's. Ja, bis gleich, Steve, ne? Das ist der Retro. Retro bist bestimmt noch arbeiten, ne? Ja. Vermute ich mal. Ich vermute es mal. So. Was hast du denn hier? Also im Dunkeln sieht's schöner aus, finde ich. Bin ich gerade hier richtig, ja. So, was haben wir hier? Ein Klamottenladen? Okay, das ist halt eben. Da dürften wir ja eigentlich einfach so reingehen können. Okay. Um mich umzuziehen. Okay, ich bin natürlich nicht passend gekleidet, aber so kennt ihr mich natürlich von den Butterflies noch. Wie gesagt, wir waren schon eine Weile nicht mehr an GTA Online, deswegen nehmt einfach ein bisschen Rücksicht, dass nicht gleich jeder Handgriff gleich von Anfang an sitzt und es ein bisschen länger dauert. Sag mal, was ist denn hier? Sind gar keine Leute. Schnell laufen tut er ja schon mal. Okay, da haben wir hier das gefunden. Vielleicht muss ich das Handy öffnen. So, da habe ich schon mal meine Nachrichten. Mission. Nein, keine Mission. Ich suche hier. Unbekannte, Vorsicht, jemand hat aufgesetzt. Alles klar. Macht er nicht. Weiß ja keiner. E-Mail ist auch nichts Neues. Okay. Dann muss ich jetzt mal gucken, ob ich den Streamer-Devil irgendwo finde. Ich komme gerade rein von. Ich muss mal gucken, wo du überhaupt. Wo bist du dann gespawnt? Ich muss mal gucken, wo überhaupt der Ausgang hier ist. Inside. Ich komme gerade ins Casino rein. Ja, ich wollte mal gerade gucken, was hier ist hier noch so. Okay. Exit. Ah ja, das ist der Ausgang. Aber ganz cool finde ich auch natürlich, dass sie die ganzen, ich sag mal, die einarmigen Banditen, dass das die, die im TV schon mal gekommen sind, mit reingebaut haben. Wie den Important Rage. Dann hier Twilight Knife, dieses, was im Kino gelaufen ist hier. Sehr, sehr schön. Was ist denn jetzt los? Das dauert ja ewig, was ist denn hier los? Ah ja, hier sind die Pokertische.
Oh, jetzt kommt aber sehr grell rüber. Kann man ein bisschen Roulette spielen. Auch sehr nice. So, jetzt bin ich da. So, sag mal, du bescheißt doch hier, hä? Blackjack. Was ist denn das da? An deinem Ärmel. Seht ihr die Karte da? Du Zigeuner. Was ist denn das hier? Ein Bond? Naja. So. High Limit. Was haben wir hier oben noch? Du benötigst VIP. Ach, hier oben sitzt die Prominenz. Die Creme de la Creme spielt hier oben. Und da unten ist Fußvolk. Das ist ja wieder mal, ja, zweischneidiges Schwert hier. Oh, ich habe übrigens einen netten Post auf Facebook gesehen gehabt von unserer Führungskraft aus Good Old Germany. Ganz rechts die Merkel, in der Mitte die von der Leyen und die andere, wie heißt sie gleich? Unser neuer Verteidigungsminister, ich komme gerade auf den Namen nicht. Also, ja, ja, die Dingens, die, die K. Ja, ja, ja. Kartenbauer, genau, genau. Und da haben sie drunter geschrieben gehabt, oder beziehungsweise oben drüber war ein großer Text gewesen, die drei Nixen aus Deutschland. Da haben sie bei jeder drunter geschrieben, kann nix, weiß nix, bringt nix. Genau. Hat ja wieder mal... Ja? Ja, genau. Also das war, also ich fand's sehr witzig, wo ich es gesehen habe. Ja, die drei Damen vom Grill. Das kenne ich nicht. Die drei Damen vom Grill? Kennst du das nicht? Mhm. Da hat es früher so, ja, auch so eine Serie gegeben, die drei Damen vom Grill. Mit, okay. Auch so ein bisschen, so witzig halt so. Also wenn ihr so neue Kleider hier anhabt, ich glaube, ich bin auf der falschen Toilette gelandet. Wieso stehen denn die Frauen bei den Pissoirs rum? Bei den Männer-Pissoirs? Aber mal ganz schnell raus hier, oder seid ihr hier zum Reinmachen da? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gibt's denn sowas? Und viereckige Klos, na, das ist ja mal was. Man muss da mal einen Prügel raushauen, das ist bestimmt von Willeroy und Boch. Elegische Schleichwerbung. Restrooms, okay, das sind Restrooms. Es steht nicht Men dran, aber es kann ja nicht sein, dass die bei den männlichen Pissoirs stehen. Was ist denn hier noch? Kannst du mal hier was erwerben? Nein. Das sind einfach die Hygieneartikel. Ich meine, ist sehr nice gemacht, also es passt schon so. Das einzige Casino, wo ich jetzt mal gewesen bin, ist... Ne, zwei sogar. Einmal in Australien. In dem Casino war ich und in Baden-Baden in dem Casino war ich mal. Aber da habe ich allerdings noch die Führung mitgemacht gehabt. Nicht selber jetzt am Tisch gemacht, gespielt. So, jetzt wo bist du? Oder kannst du gar nicht hier rein, weil das gar nicht mehr gehört? Doch, du müsstest eigentlich hier reinkommen. Ist ja öffentlich, oder nicht? Ich bin am Rad. Ah ja, jetzt sehe ich dich. Jetzt sehe ich. Ich habe den Punkt drauf. Muss ich mal gucken, wo ich... So, die persönliche Fahrzeug wurde zerstört. Um deine Fahrzeug zu schützen, musst du dir deine Garage zubringen oder sie zu versichern. Na gut, das war kein teures Auto, nehme ich mal an. So, wieso ist denn dann Exit? Ach da, am Rad ist er. Da ist er ja, das ist jemand, der will. Und der dreht am Rad. Nee, kann ich schon. Ich muss 500 Dollar zahlen. Okay. Da ist... gehen wir nicht auf die Piste. Da ist er ja. Da kann ich aus der Kiste. Und du bist weg. Ne, ich bin hier, hinter dir. Bist du da? Du bist hier am Rumspacken. Was? Da rum? Kann ja nicht sein. Ey, yeah, ich weiß da der Handkante. Oder, oder. Warte, dann mache ich dir hier den da. Der Stinker. Der Stinker, ja, du kannst aber auch den hier kriegen. Ah. Schattenboxe. Lass doch mal hier. Jo. Ja, jetzt müsste. Und danach kriegt man mal das so hier. Genau. Und du, warte. Ja,
Ja. Oder den Grüße. Aber ich finde das ja mit dem eigentlich, mit dem Boogie finde ich am besten mit momentan. So. Oder den. Ja, ja, nicht schlecht. Aber du bist wenigstens perfekt gekleidet. Also muss ich mich der dir da schon mal anpassen. So. Ja, das hatte ich in meinem Dings noch. Kann man mal gucken, ja. Du kannst dich auch hier umziehen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch was Normales habe. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Wo war denn das hier? Da hinten, hier, komm mal mit. Ah, hier, guck. Ich hab doch. Nee, ich hab da was Normales hier. Ach so. Ah, alles klar. So. Noch was Normales. Ja, einige kennen mich vielleicht aus Detective Holy. Aus der Serie Brennender Asphalt, die hier auf YouTube auch zu Hause ist, bei Zocker TV 2013. Ich mache jetzt mal immer Werbung. So, halt. So. Das ist schon was Eleganteres. So. So, passt schon. Hast du schon die 500 Dollar bezahlt oder was immer noch nicht? Ich habe jetzt irgendwas mit 1000 Coins. Ja, die kriegst du ja für Ome. Genau. So, wenn du da bei die Tutsi da bist. Was gibt's hier noch? Chetons erwerben. Achso. Besucherbonus, den habe ich ja schon geholt. Chetons. Kann man die auch wieder eintauschen oder was? Ja, eintauschen. Okay. Steht zumindest da. Man muss ja erstmal die 500 Dollar bezahlen, ne? Dass man überhaupt was machen kann hier. Okay, dann lasse ich dich mal bezahlen und dann gucken wir mal. So. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten, aber ich weiß nicht welche. Ich muss jetzt gucken, es tut mir leid, der Laptop ist gerade abgeschissen. Jetzt habe ich bezahlt, jetzt kann ich drehen. Okay. Na dann bin ich mal gespannt, dann drehe mal. Geht nicht. Geht nicht? Hallo? Jetzt macht er alles platt. So. Drei einmal täglich Glücksrad. Gewinne. Aha. Ja, und Jay, toll. Ja, und weiter. Also ich sehe zwar leider nicht reden, aber ich hoffe mal. Ich habe den noch gar nicht gedreht. Ach, so TV, ja, grüß dich, moin. Jetzt habe ich es dir gesehen, tut mir leid, mein Laptop ist gerade abgeschissen. Also, hier versagt die ganze Technik bei der Wärme und bei dem neuen DLC scheinbar. So, was haben wir denn hier? Ach so, der einarmige Bandit. Sag mal, ey, ich kann hier nichts, geht nichts, gar nichts. Ich kann nicht. Jetzt häng ich hier in der Ecke. Hallo? Hallo. Ich kann dich auch gerade nicht wegschieben oder sowas. Also ein Stück konnte ich dich gerade schieben. Jetzt sitzt er nicht in. Oh nee, mein Gott, ey. So. Dann werde ich auch mal mich ranwagen an den einarmigen Banditen, ein bisschen mich um ärmer zu machen. So, Minimaleinsatz. Ja, Minimaleinsatz. Dann machen wir mal einen Minimaleinsatz. So, und jetzt einfach mal spielen. Dann gucken wir mal. Na toll. Der dreht ja nur, ey. Ja, jetzt. Der dreht aber lang, ey. Alter Schwede. Na toll. So. Ach komm, das ist ja hier alles. Ich guck mal bei dir zu. Das ist ja
Aber hier findest du auch wieder jede Gesellschaft wieder. Hier findest du den, der am Strand rumarbeitet, hier mit seinem Nuki-T-Shirt. Ja, ja. Du zockst nachher auch noch ein paar Runden. Ja, das ist doch klasse. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und schön, dass du vorbeigeschalten hast. So TV. Also irgendwie spackt das hier ganz schön rum. Ja, ja, das habe ich auch gerade das Gefühl so. So, jetzt stehe ich davor, ich kann nicht das Glücksrad drehen. Okay, ich versuche dich einzuladen. Steve. So, dann gucken wir mal, ob wir den Steve hier einladen können. Wenn es überhaupt geht. Es dauert. Gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch Freundesdings drin habe. Ich glaube gar nicht. Ich muss das mal gucken. Nee, ich glaube, ich habe dich gar nicht mehr drin in der Freundesliste. Na, warte mal, das haben wir gleich. Ansonsten muss der Party einfach mal bei join. Ich guck mal. Achso, dann muss ich mal gucken, ob ich ihn irgendwo. Moment. Welchen Namen hat er gesagt gehabt? Pro Skill. Ach, ich habe nur noch deinen alten Namen, deswegen. Ansonsten. Dann mache ich mal die Party kurz auf offen. Ne, die Party ist öffentlich. Die Party ist öffentlich. Achso. Hallo Peter, du stehst hier. Wo stehe ich hier? Was? Hier, da, an, komm mal her. Steve, du musst mal gucken, die Party ist öffentlich, dass du bei mir irgendwie reinkommst. Weil ich finde dich unter dem Namen nicht. Guck mal hier, da, der Security. Tatsächlich. So siehst du aus wie im Real Life, fast. Ich habe aber mein Schnitt ist nicht nach rechts. Ich habe nicht so einen Winkfangschnitt, aber es passt eigentlich schon ganz gut. Tatsächlich. Hey, wer war denn deine Großmutter? Und dann rennt er denn weg? Alter, der rennt weg? Da bleibt er stehen, du. Okay. Halt. Oh. Jetzt ist er. Jetzt ist er weg. Wo bist du denn jetzt? Ich bin neben hier dir. Hier vorne. Ah ja. Weil du spackst ab und zu Arme weg. Okay. Jetzt ist er schon wieder weg. Da vorne läuft er. Da läuft er in Richtung Rezeption. Genau, und da kannst du dir, warst du da schon gewesen? Da war ich noch nicht gewesen. So, Mitgliedschaftsstufe in Besitz Standard. Parkdienst kostet $50. Putzdienst gratis. Limousinenservice, Flughafen etc. Ah ja. Also ich habe jetzt die Dings bezahlt. Penthouse kaufen. Und dann, wenn du auf 4 gehst, kannst du Penthouse kaufen. 1,5 Millionen. Jo, die haben wir ja noch da. 3 Millionen Partyhaus. Gucken wir erstmal die Häuser durch. Ich will das aber jetzt nicht gleich kaufen. Ich wollte es mal angucken. Kann ich das irgendwie angucken, ohne dass ich es halt... Ja, kannst du. Ja. Gehst du drauf und dann kannst du... Für die Art des Spielers nur eine Wette kennen. All in. Okay. Was haben wir hier für 1,5? Absteige. Wenn sie übernachten und tun und standardmäßig. So, das Party-Penthouse ist natürlich das höchste der Gefühle wieder. Das war ja klar bei 3,7. Was hast du denn genau? Nee, selbst eingerichtet oder die Absteige? Ich habe noch gar nichts. Das High Roller, das ist komplett ausgestattet. Ja, ich sehe es gerade. 6,5 Millionen. 6,5, genau. Ich habe noch gar nichts genommen.
Weil das sind ja dann auch wieder mehr Kosten. Ja, bisschen Geld habe ich noch, aber. Ein bisschen. Ich war schon überlegen, die. Weil. Ne? Weil die 6,5. Du hast mir eine FA geschickt, ich guck sofort drauf, warte. So. Nein. Ach. Ja, das weit gedrückt. Ich denke schon. Ach so, warte mal, hier im Grund ist. Ah ja, okay. Da kannst du hier noch das Little. Weil Büro brauchen wir eigentlich nicht, oder? Private Gruppiere brauchen wir eigentlich auch nicht. Ein Spielertisch für Blackjack und 3 Kartproben mit den besten Ausrüstungen. Da kannst du eh nur alle zocken. Ja, und. Also wie gesagt, die Technik hängt extrem heute. So, wenn ich die Garage noch dazu kaufe, wäre ich bei 4,6 Millionen. Ah, da ist er ja. So, Steve, die Einladung ist raus. Hoffe ich mal, dass du jetzt auch gekriegt hast. So, ich gehe jetzt mal so weiter zum Kundenservice. Warte mal, wie war das gleich? Kundenservice und dann im Besitz Standard. Ich wollte jetzt eigentlich Penthouse kaufen. So. So, dann haben wir hier das Casino. Okay, Standard, Erlebnis und Wohlstand. Okay, Penthouse. Das werden wir hier bei der Startseite. Werbevideo, Casino, Wegepunkt setzen. Ah, du kannst sogar Wegepunkt setzen. Okay. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hallo. Hörst du mich jetzt? Den kenn ich. Hörst du mich jetzt? Hörst du mich jetzt? Jetzt und jetzt? Sehr gut. Hallo? Wer ist denn das? Hallo? Ja, ist hier jemand? Ah! Lalalala! Süß. Wieso habe ich noch keine Bilder gekriegt? Da muss ich mal einen Retro durchs Headset ziehen. Das kann ja nicht sein. Nur gerne. Spielst du nicht mehr auf deinem anderen Account, Steve? Was? Hä? Nimm mal das Mikro aus dem Mund. Ja. Ah ja. So. Jetzt gehen wir noch mal ganz schnell die Informationen ganz einfach hier durch. Das Casino. So. Da hat man so kleine. Die nehmen Standard. Wenn sie da leben wollen, ein Spiel ist wie ein Checkpoint. Hier werden ihre Träume wirklich, und wirklich ist ein Traum. Hier wird das kleinste Gelüst befriedigt
und jede meine Fantasie erfüllt. Hier gibt es keine Grenzen, keine Fenster, keine Uhren, keine klaren, erkennbaren Ausgänge. Das ist das Diamond Standard. Okay. So, was ist dann was Nächstes? Das Penthouse. Dann gehen wir mal auf Penthouse of Information. Ah, das haben wir hier wieder. Okay. Also, das sind die Preise für die Penthouse. Ja. Jo, läuft, ne? Also, ich wäre jetzt bei dem dritte und hab noch die Garage dazu genommen, wäre ich jetzt bei 4,5 Millionen. Okay, also hast du die Absteige genommen, genau. Ne, hinne, das Party-Ding da. Du hast schon ein bisschen mehr ausgestattet für 3, noch was. Hast du gekauft? Noch nicht. Ich habe jetzt noch die Garage zugenommen. Also ich werde mich, glaube, also nicht mit selbst einrichten. Weil ich glaube, da überkaufst du dich einfach. Nehme ich mal an, oder? Ne, im Endeffekt kimmst du wahrscheinlich auf selbe, gehe ich mal davon aus. Weil ich wäre dann für die Absteiger ja. Eigentlich. Aber die sieht nicht wie eine Absteiger aus. Ist halt jetzt die Frage, ne? Hier ist also die beste leere Leinwand, die man mit Geld kaufen kann. Aha. Denk ich. Wie bitte? Weil ich brauche kein Medienzimmer, ich brauche kein private Croupier und Büro brauche ich hier drin auch nicht. Ich habe mir jetzt nur Garage zugeholt. Wie kann man das spielen? Das buggt nur rum 20 Minuten. Zum ja, Beitreten, das weiß ja, das weiß halt nur recht neu ist. Also ich kann einen Namen zwar nicht erkennen, wer da gerade schreibt, tut mir auch echt leid, aber momentan ist halt extrem, weil es halt erst heute rausgekommen ist und die meisten Streamer spielen das auf Twitch oder hier auf YouTube und es ist halt überlastet, ganz einfach. Der Rockstar-Server ist einfach überlastet. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich erstmal dass wir mal zusammen spielen, ja, zusammen überhaupt ja. Überhaupt in ein Casino gelandet. Also da braucht man leider Geduld. Also öfter mal probieren und dann klappt es vielleicht. Ansonsten die Tage einfach nochmal probieren. Also wie gesagt, ich kann den Namen leider nicht erkennen, aber freut mich, dass du kurz geschrieben hast. Jo, so, also du hast dich jetzt entschieden. Wird das morgen also, besser? Ja, das kann sein, dass morgen besser wird. Ich denke aber eher erst Freitag. Freitag, Samstag. Da ist ja Neues. Oder Moins oder gegen Mittagsspiele. Ja, Moins oder gegen Mittagsspiele, da sind weniger drin. Aber jetzt um die Zeit sind viel zu viele, die das streamen und beziehungsweise die da spielen. Also ich glaube, das hat nochmal so einen richtigen Hype gebracht, dieses Casino DLC. Ja. So, also du hast dich jetzt für das Party-Handhaus entschieden. Dann nehme ich jetzt mal die Absteige. Genau. Scheiß drauf. Und hab halt noch die Garage zugenommen. Halt eben. Die Farben gibt's gerade, das Stil gibt's gerade. Das Garage brauche ich jetzt eigentlich nicht, weil zweites Schlafzimmer brauche ich auch nicht. Bar- und Partybereich auch nicht. Medienzimmer? Okay, alles klar, brauche ich auch nicht, ist alles noch geschlossen. Du kannst den Kauf des Penthouse steigern, täglichen immobile Nebenkosten um $500. Mit jeder zusätzlichen Erweiterung kommen weitere $100 hinzu. Ja. Gesamtpreis 1,5. Jetzt kaufen. Ich will mal einen Stil auf jeden Fall. Ne, Grundriss. Grundriss ist der da. Okay, da kannst du nicht viel machen. Doch, gratis. Farbe kannst du noch wählen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt mal noch ein zweites Schlafzimmer dazugenommen. Also ist ja mit dabei bei dem anderen. Das ist, ja. Das ist gratis dabei. Ich mach's mal zeitlos. Ja. So, Farben gibt's gratis. Ja, das ist. Ich sehe es, dass es ja, gratis aber gibt. Aber nur das erste. Nur das erste, ja. Ja, wieder voll die Zigeuner. So, den Stil gibt's auch gratis. Ja, sofort. Steve, das war der Abblick dauern. Bei mir hat's auch ewig gedauert, bis das immer auch gezeigt worden ist. Also geschickt habe ich. Ja, geschickt hatte ja. Ich dir schon mal was. Da musste. Aber ich mach's gleich. So. So, ich also muss ein bisschen Geduld mitbringen. Okay, man kann auch Büro Geduld. Geduld. Bist du drin? Ja, aber heute ist extrem wieder. Ja. Ja, das ist richtig. Aber schön, dass du mal wieder mit da bist. Ja. Freut mich. War schön, deine Stimme zu hören. Ne, normalerweise machen sie ja die DLCs für GTA, die waren in den letzten Monaten
knapp ein halbes Jahr. Immer auf Donnerstag. So, unser Kollege macht natürlich, schießt sich natürlich selbst ins Aus, das habt ihr gerade gehört. So. SP. Ja, ist das jetzt Kraft oder noch nicht? Noch nicht, ich bin jetzt gerade mal durch, ich wollte gerade mal so ein bisschen durchgehen. Garage gibt's, zweites Schlafzimmer, so, eine Lounge gibt's, Medienzimmer gibt's, gut, das ist alles natürlich noch. Ja. Ja, also beim guten also, Durchschnitt, Standard kostet 1,5 Millionen so ein Zimmer. So, jetzt kaufen. So, ja. Ich gehe mir kurz was zu trinken, oder? Kauffrau, Wegpunkt setzen. Kauffrau, Kauf erfolgreich. So. So, Casino, Penthouse. Renovieren Sie Ihr Penthouse. Natürlich, wir haben ja auch die Geldstelle. Ach, da kann man sich sogar Möbel und so alles selber kaufen. Das ist ja mal nice. Momentan. Na, gebaut, die Grundrisse hast du ja. So an sich. Aber du. Ja, das kannst du. Also. Stimmt. Wir können ja dann mal ein bisschen rumfahren auf der Straße. Vielleicht liegen da irgendwo ein paar Möbel und ein paar alte Dings rum. So eine alte Couch hier aus einer Sufli-Gegend, einfach die mitnehmen. Genau. Das klingt doch super. neu, jetzt. Vor einer guten. Seit wann streame ich? Ich streame seit 52 Minuten. Nee. Ja, das ist ein größeres auf jeden Fall. Und du hast Missionen, weiß ich. Du kannst halt eben viel auf Dings wetten. Also das Intro verrät ja schon, wenn du das Kino, Casino betrittst, wenn du da vorne dran bist. Musst du einfach mal zuhören, was die da zu dir labert. Wenn du da begrüßt wirst. Da erklären die eigentlich schon fast alles im Grund genommen. Genau. No. So, ich werde mal weitermachen. Gesamtpreis 0. Weiter. Ob ich jetzt doch die gekauft habe ich schon, weil ich bin ja jetzt recht pleite. So. Gehen wir mal auf die Homepage. Da ist es aber ich glaube, da ist nur dieser Trailer-Werbung. Genau, da kommt man hier auf die Hauptseite. So, Wegpunkt setzen ins Penthouse. Würde ich gern mal. Dieses Penthouse. So. Ich möchte nicht renovieren. Ja, gehen wir hier mal raus. Aber die Einladung hat jetzt geklappt. Ja. Das ist der Sascha. Ich kann da nichts sagen, ich sag mal zu 85% ja. Oh, wer denn? Ach, der grüne Knollenblätterpilz, der Atompilz. Oh, ja, da muss ich erstmal runterladen, das geht ja. Ich habe gesagt, ich habe am Samstag schon zu ihm gesagt, da kann er anfangen. Jetzt schon mal. Achso, ne, er hat gesagt, er hat das Spiel runtergehauen. Müsste ich erstmal komplett das Spiel runterladen. Okay. So, hast du jetzt kurz schon gekauft? Ich habe es gekauft. Auf jeden Fall fehlt mir Geld. Aber wo jetzt das Penthouse ist, I don't know. Da gibt es einen Fahrstuhl. Ach, hier bei Kunderkinder, da hinten steht er doch. Hier, guck mal, Klaus Dieter. So, dann gucken wir uns mal das Penthouse Garage, Parkhaus, Dachterrasse und Dach. Gehen wir erstmal aufs Penthouse. Oder gehen wir erstmal ins Penthouse. So, ich kauf's jetzt auch. Zack. Ja, du hast natürlich ein bisschen mehr Asche als ich noch übrig. Ich hab nicht viel. Jetzt hab ich Uhr. Ich hab jetzt noch. Na? 19 Millionen. Das ist ja Taschengeld, Mensch. Das ist ja gar nichts. Ich hatte jetzt eben noch 23 Millionen. So, you bought the penthouse. Ah, da ist er ja. Nice to see you again. Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Oh, hier. Guck, der Kollege ist auch dabei.
So, ich bin schon mal gespannt. Clark Kent, Clark, bei mir ist der Clark Kent dabei. Der hat einen Stock im Arsch, wenn er läuft. But in particular business here, Tom's the person to speak to. And always happy to oblige. This truly is a happy day. Warum soll sie dein Filmzimmer einrichten, wenn du ihren Fernseher schon dabei hast? Na egal. So, VIP-Mitglied. Das hast du aber schon drin im Billigen. Ich habe die Absteige genommen, nennt sich das. Für eins. Ah, hier, der Chinamann. Den kennen wir doch. Und du kannst ja mal gucken, woher er ist, aus Frankreich. Das siehst du unten am Label, du. So, wo bist du jetzt hier, dein Penthouse? Ich guck mal gerade den Trailer an hier zu. Dachterrasse? Penthouse. Da geh ich jetzt auch nicht. So, schauen wir mal. Ich meine, der guckt aus wie ein, das hat einen Stock im Arsch. Aber das waren wahrscheinlich so die Standard-Dinge. Da kann ich da eigentlich mal anrufen in die Stadt. Kann ich das vertragen? He said you've been pretty rude. The takeover is turning hostile. Let's have this champagne. Oh, where the karaoke machine? Oh yeah, like. Mr. Chang said he's very sorry, but he's under a lot of stress. Na, wir brauchen auch schon eine Weile nicht mehr ein. No, but he meant it. Whatever. Avery Duggan is not a nice man. This won't be good for business. If he's serious, he's not above blackmail. Ach so. Ja, Xbox spielt zu einer. Okay. Is, well, his uncle is a Kowloon murderer who's made it clear he will kill all of us if this place fails and brings disgrace to his privileged nephew. But that isn't the serious problem. The real problem is Avery Duggan. Yes. The Texan asset stripper, who's realized we're fucked. Zu 75% meist ja, dass das erste Tag entführt. Jeder interaktive GTA-Spieler, so wie ich, wieder aktiv werden. Und die Server das irgendwie nicht ganz verkraften. Ach so. Well, if you need anything at all, you know where to find me. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, in-game. Ich denke auch, in-game. Ja. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal hier so um und dann besuchen wir mal den Sasch. Wie ich bin gerade in meinem Penthouse. Ja, ja, ich gucke jetzt erstmal. Also, wie gesagt, Medien brauchen. Ich gerade Cheng auf. Ah, ja, okay. Also, Bett ist da, Dings ist da, wunderbar. Was haben wir hier für eine schöne Aussicht? Die Aussicht ist ja nice. Läuft. Der ist ein bisschen überdreht, der Cheng, ne? Ja, ja, der ist ein bisschen. So, dann nehme ich mal an, dass wir hier die Klamotten haben. Haben wir nicht, natürlich. Ah, die Tür geht automatisch auf zur Dusche. Das ist ja mal schön. Und eine begehbare Dusche. Riesengroße Wanne drin. Das ist natürlich sehr schön. Und sogar eine Psycho-Couch hast du hier. Wunderbar. Da kannst du aber Wildes treiben, du. So, was haben wir hier draußen? Draußen ist Wohnzimmer. Irgend so ein rundes Sofa. Kann man sich da irgendwie hinlegen? Nee, gar nicht. Das steht einfach nur dekorativ da. Der Cheng könnte sich natürlich hinlegen. So, hier kann man sich hinsetzen. Gut. Das ist natürlich. Was ist das da hier? Ach, nur ein Schrank, der leer ist. Okay, das ist so. Da ist ja klar, dass es da wieder irgendwie ein Hage gibt, ne? Bei dem ganzen Kram. Ah ja, hier ist die Umkleidekabine. Okay. Da kann ich mich umziehen. Wunderbar. Okay, find das Zimmer. Ja, es ist schlicht einfach. Sieht aus wie ein NH-Hotel. Ich mach mal Schleichwerbung. So eine Absteige bei jeder Bahnhofsmission. Nee, da verlierst du nur. Schon's auch mitgekriegt. So. Also 1000 kriegst du für Umme, also wenn du an den Dings gehst. Was war das jetzt? Nochmal. Ah ja, hier kannst du es verlassen. Was kannst du hier?
Kauft hier. Achso, da kannst du eine weitere Lounge öffnen. Und was ist hier unten, wenn ich die Treppe runter einfach so gehe? Roof Terrasse. Dachterrasse. Begib dich auf die Dachterrasse. Okay. Das ist ja echt cool, gell? Dass da die in der Dusche da. Cool. Penthouse verlassen, mal. Casino. Ich bräuchte von dir, kannst du eine Einladung schicken? Ich würde mal gerne bei dir schnuppern gehen, wie es aussieht so. Aber ich hau gerade auf dem Klo. Nee, warte, ich muss mal gucken. Wieso? Ja, lass dir Zeit, mach dein Obama-Geschäft und dann ist gut. Ja, ich will mal sehen, weil er hat natürlich das Reiche und ich habe natürlich nur das 0815 Penthouse da. Hello, this is Agatha, the Casino and Resort Manager. Again, look, I tried to explain this in your penthouse, but here it is. The diamond may look brand new and sparkling, but it's actually in trouble. The rebuild went way over budget and the Chings had to refinance. The new debt came from these Texans, the Duggins, and now they want to take over completely. They're a multinational with interests in oil and gas, security services, and gambling. And if they buy us, they will strip out everything they can. Every contract will be undercut, including your ownership. Ja, ich muss jetzt kurz Miss Baker. Die bubbelt gerade. Come see me in my office by table games. There has been a development. Ich komme gleich zu dir. Wie gesagt, die Miss Baker, die bubbelt gerade mit mir. So, jetzt kann ich es annehmen. Dann gucken wir mal. Begibt dich. Ach so, hier kannst du auf die Dachterrasse gehen, okay. Jetzt gehe ich mal bei dir rein. Ich komme mal zu dir rüber. Okay. Immerhin? Ja, immerhin, ne? Ich hab gerade mal vor uns noch 500 gewonnen, oder? Das waren die taglich. So. Natürlich, der Ladevorgang dauert natürlich ewig lange. Merkt man wieder mal. Ja. Ne, das ist auch wieder wahr. Das stimmt. So, dann zeige mir mal die reiche Luxusvariante. Die will ich doch mal sehen. So. Ich glaube, da ist nicht viel Unterschied. Machen wir die Baker tut gerade hier. Ach, die babbelt mit dir gerade. Gut, das hatte ich gerade hinter mir. Ja, dann guck ich mir schon mal alleine um. Naja, aber. Die Räume sind schon mal viel größer. Ehrlich? Ja, ja. Ah, hier hast du gleich mal mit, ja, okay. Besprechungsraum. Ich war noch gar nicht überall, keine Ahnung. Oh, riesengroß hier, was ist das? Soll das die Küche sein oder ist das einfach nur die... Oh, hier kannst du was trinken. Ich bin mal so frei. Ja, muss mal erstmal einen hinter die Binde kippen. Einschenken. Ach, Scheiße, ist das riesig. Er leckt mich am Arsch, ey. Haha, du wolltest ja wieder das Größte haben, ne? Gut, einschenken tut er sich mal nix. Also hier ist verdurstet, Mann. Das ist immer... Ich hab... Naja, sehr... Schnauze. Schreib mich nicht an. Was morgen hast du wieder? Ich hab, das nur für 3,5, also, Also bei mir dauert's. Ich hab's jetzt erst angemacht, ne? Naja. Bis morgen zu 85%? Wie ist es Abend oder was? Ja, ich komm nicht mehr weg, ich häng fest. Ah, jetzt. Das ist nicht groß. Jetzt hänge ich fest. Jetzt kann ich mir was einschenken. Auf 77 Minuten. 77 Minuten, wie krass.
Meins war in der Viertelstunde ohne. Ja. 77 Minuten. Ja, 77 Minuten, Entschuldigung, ich hab's jetzt erst angemacht, Mensch. Und heute früh war's noch nicht. Aus Bambusleitung. Nee, das kam um 11 Uhr. Um 11 Uhr? Wie immer. Bin ich los. Wie immer. Ja, um 11 Uhr bin ich los. Ja, wie immer, das weiß ich schon. Nee, ich hab's lang kein GDR mehr gezockt. Das ist das Problem. Siehste. So einchecken kann ich mir, aber ich komme nicht mehr weg. Ich bin total da gierig. Ich mach gar nichts. Was ist das? Wie, du kommst nicht mehr weg? Ich kann Frühstück was trinken. Man. So, jetzt. Jetzt. Jetzt bin ich Gott sei Dank. Was sind das hier? Pokale kannst du jetzt noch nicht sammeln, oder was? Die kannst du eher, haben, also die Dinge. Sowieso eher. In dem Souvenirlade. Ah ja. Was ist denn das hier? Leck mich am Ärmel, ey. Guck dir das Ding an hier. Da kannst du, das kostet 20.000, da kannst du hier Party feiern. Guck dir das an hier, die Bar, wunderbar. Aber sag mal, die arbeitet doch auf dem Boot, arbeitet die doch. Sag mal, ist das ein Zweitjob hier oder was? Naja. Aber Serk sieht recht richtig gut aus. Also so vom Ding her. Ich wette hier, die Minigames, die du hier wieder spielen kannst, kriegst du wieder ein T-Shirt oder sowas. 100 Pro. So wie beim Dings. Ein Ass und ein König? Scrolls. Wer ist denn das? Ach, das ist Blackjack, Entschuldigung. Kannst du einfach so... La la la. König sind 10, das ist schon mal geil. Ass, König sind 21. Das Ass zählt. Guck mal, da hast du deinen eigenen Friseur sogar dabei. Das ist ja mal so. Sehr schön. Eben wird Kohle abgezogen. Leckt mich am Arsch. Fürs Baden oder was? Nee. Generell mal Unkosten. Okay, was haben wir hier so? Ah, hier ist ein Blick auf die Rennbahn. Warte mal. Ah, und hier sind wir goldene Wasserhahn und alles. Marmor, Stein und Eisen bricht. Cool aus hier, oder? Ja. Also du kommst ins Casino einfach so rein, oder? Peter, Hier da die Wasserwand. Das ist auch cool. Hallo. Ja, das ist, also ich habe schon 1000 Ideen, aber für schon wieder ein neues Video. Da bei der Information. Ja. Da in der Ecke. Genau. Aber kriegst du der Penthouse oder was? Ja, wenn du 1,5 Millionen übrig hast. Also ich muss sagen, die Luxusvariante gefällt mir auch, aber riesengroß, ey. Riesengroß. Ja, ich wollte das in der... Ja, definitiv. Also die Einladung hast du kannst ja mal angucken bei ihm. Ja. Der hatte dir davor uns geschickt. Bei mir. Warte mal, ich schicke dir das nochmal. Warte. So, komm her, jetzt habe ich ja nochmal Einladung geschickt. Riesending, ey. Ich hab dir nochmal Einladung geschickt, ne? Hey, ist nur Wasser. Ich hyperventiliere. Jetzt habe ich schon 35 Grad jetzt hier in dem Zimmer. Wow. Alter. Das ist ganz schön. Aber da noch länger kaputt. Okay, wunderbar. Was kostet denn? Ich habe nicht mal Kohle dafür.
Ja, Retro, ich habe noch ein Gästezimmer, da kannst du dich inquartieren. Ja, also der Sascha kann jemanden einquartieren, also der hat ein Gästezimmer. So ist es nicht. Was kostet denn so ein Apartment? Da kannst du sogar an deinen Kleiderschrank. Wie viel ich weiß. Aber was ist das Gästezimmer? Ich weiß gar nicht mehr hin, oder? Oder ist das mein Zimmer? Umziehen. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier das Gästezimmer? Das ist mein Zimmer wahrscheinlich hier, ne? Mit, oder? Aber mit dem, da kann ich jetzt den ganzen Tag da vorne zurückrennen. Da. Das ist echt cool mit dem Bad. Ja. Ich bin wieder munter. Achso. Also ich würde sagen, rein optisch haben sie auf jeden Fall es gut Was wird gemacht denn bis jetzt. gehen? Ja. Und hier hast du das. Ach, da oben, da kannst du runtergehen, kannst dann aufs. Brauchen wir jetzt eine zwei Autos oder eben? Dings hier. Dachterrasse. Dachterrasse. Wollen wir mal auf die Dachterrasse rausgehen? Ja. Machen wir das. Gucken wir uns mal das ganze Ding von oben an. Hab ich doch. Beginn ich Dachterrasse. Ich bin mal gespannt, vielleicht sehen wir jetzt ein Quasimodo. Quasi. Oh. Komm. Das sieht aber auch nice aus. Oder? Okay. Stunde. Auf die Banatenstrände, ne? Sag mal, das ist, der hat an der Bank gearbeitet, der dort. Der kenne ich doch wieder. Das ist Stream, oder? Ja, natürlich. Wieder. Ja. Okay, ich gucke mal rein. Na hallo. Damit ich immer was sehe. Na hallo, ihr Mädels. Kükü. Oh, Schnäppchen-Dinger. Der Oh. ist denn? Stimmt, hab ich ja vorhin gesehen, Mensch. Kostet das was, dass man ins Wasser gehen kann, oder kann ich mich da einfach so reinsetzen? Nee, Ich weiß ja nicht. Um dich hinzusetzen. Siehst du, da kannst du. Also, ich nehme auf jeden Fall die Rothaarige, du weißt schon, die Rothaarige gehen immer ab wie Sau. Ich habe 3 PS mehr. Oh, ein Whirlpool hier, Mensch, du mit den Mädels oder was? Naja. So. Hier kommt Bob. Die wollen doch nur eure Kohle. Neue Aktion ist das zum Beispiel hier. Was? Und was haben wir noch? Oh, nicht schlecht. Was haben wir du noch? Du hast aber schnell angezogen, hä? Was haben wir noch? Hier, das ist auch ganz neu. Mein Titel ist nass. Was haben wir noch für eine Aktion? Schattenboxen und das hier Stinkefinger? Nee. Herzschlag. Handkantenschlag, genau. Das hier. Handkantenschlag. Geh jetzt in. Und da hinten ist doch da der Faschimi! Faschimi. Oder hier der Kehlenschlitzer, das ist ja auch ganz neu. Also so als. Guck hier, wurde da so, als ob da, ne, mit dem. Das ist auch cool. Das haben sie auch cool gemacht. Hier mit dem Rode Monsters Wasser, wir. Also, die Terrasse hat auf jeden Fall. Das ist schon mal ein cooles Ding. Oh, ja, stimmt. Du hast einen schönen Blick. Schönen Blick aufs, auf die Stadt Los Santos. Also, richtig cool gemacht. Muss ich schon mal sagen. Wasser, wie nennt man das da, wo das Wasser so drüber kippt? So hast du mir fällt jetzt in den. Das haben sie echt geil gemacht. Ey. Ja. Das sieht geil, das sieht wirklich geil aus. Das sieht richtig nice aus. Aber wie ist das mit anderen Spielern, wenn du da oben rum eierst? Na gut, die kann ich glaube ich nicht. Ne? Nee, du kannst ja nicht viel machen, du kannst ja nicht mehr prügeln. Aber ich finde auch hier diese, ja. Kann man sich ja herlegen? Muss ja auch nicht sein, ist ja zum Chillen da. Geld ausgeben. Wie taucht man da mal auf? Wie war denn das?
Ich komme wieder hoch, hallo. Soll ich dich retten, Warte, ah, Baywatch. Gut. Nee, alles gut. Oh, scheiße. Kacke. Na, hallo. Aber mein Kittel ist nass, ey. Als ob ich mit meine Klamotte gebadet hätte. Was er war. Ja. Nacht, Papa. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Papa. Wo geht's hier hin? Ach, hier geht's. Ach, guck mal da. Da geht's noch weiter. Oh, guck mal, hier schönes Feuerchen hier vorne. Ich glaube, da brennst du, Utlei. Ja. Winke, winke. Übers Winke, winke. Ja? Was hab ich? Aber schon cool gemacht, ne? Wen ist seine Nummer? Konkurrenzkampf. Ja, hab ich. Mach ich. Ich hab gar nicht so viele Bilder. Eigentlich bloß das Video hab ich. Du hast mir keine geschickt. Nein. Na, Gärtner? Du hast mir bloß Fotos gegeben. Also, irgendwie spackt immer mal was weg. Du bist auch ab und zu mal verschwunden. Jetzt auch wieder. Jetzt bist du. Genau. Ich überlege gerade, ob ich hier runterspringe. Ich habe alles verloren. Ich habe kein Geld mehr. Wo bist du überhaupt? Ich an der Kante vom Casino. Hinter dir. Ach doch, ich habe dich eben nicht gesehen. Erinnerst du das dann, Leute? Kann man hier eigentlich Pistole? Doch, die Pistole kannst du hier ziehen. Du kannst sogar auf Leute zielen. Das ist ein Ding. Guck. Echt? Ja. Tatsache. Jeder Mann. Na toll, jetzt werden wir gleich rausgeschmissen. Für deine Aktion. Hallo, ich wohne hier. Soll ich wieder rumballern? Also, wenn du hier oppe, dann kannst du doch bestimmt auch. Echt? Dann kannst du bestimmt auch in der öffentlichen Lobby angegriffen werden, oder? Das kann das vielleicht sogar sein. Gut, oh, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ich hab's bloß hochkant so ein bisschen so gemacht. Hier, guck mal, da liegt Kohle. Ich hab eine Pistole. Das ist Laser. Ein Alien-Ding. Ja, die gibt's. Kriegst du Karte kaufen. Guck mal. Ich hab lange kein GDR mal gesagt. Konkurrenzkampf. Naja. Hier liegt Geld rum. Die ist fertig. Guck mal, wie betrunken die schon ist. Konkurrenzkampf. Hä? Wenn ich. Was machen die da? Ich habe einfach mal ins Wasser geschossen, es leidet ja so gut. Guck, pass auf, das leidet echt gut. Die hat jetzt aber einen Anblick gebraucht. Oh, oh, oh. Was haben wir hier hinten noch so? Closet, ist geschlossen hier. Ah, Selbstbedienung. Was ist hier hinten noch? Da ist nichts mehr. Und da kannst du hier auch. Da kannst du hier auch. Das Ding hat aber Bums. Die erste Tote schon vermeldet im. Neue. Also, ja, aber das ist ja dann blöd, oder? Wenn du jetzt sagst, also, öffentlich oder bist du oben bis hier, willst du bis hier da, ne? Bisschen chillen und sowas, ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann den Relais. Also, wenn's so ist, dann. Na gut, dann mal in der eigenen Lobby. So. Kannst du auch, zumindest kannst du in der eigenen Lobby da hochgehen oder sowas. Ja, das ist richtig. Das geht natürlich auch wieder. Das ist gut. Ich verliere mit 200 Gegner. Ah.
So, was dann wird... Du hast doch genug Audis, oder? Der Mupfel! Der Mupfel ladet gerade ein zur Mission. Ja. Wo ist Cheng? Wo ist Cheng? Wollen wir gleich mal mitmachen, ne? Ich weiß nicht. Weil die verkaufen ja jetzt ihr Zeug noch. Gehst du rein zu ihm? Wollen wir mal rein? Da wird bestimmt schon alle jemand drin sein, oder? Probieren? Dann kann ich probieren, ja. Probieren wir es mal. Gehen wir mal zum Mupfel rein. Dann guck ich mal, wo er gerade streamt eigentlich. Details GTA Online-Sitzungen werden abgerufen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Wenn überhaupt. Na gut, die kamen jetzt gerade erst rein, also. Also bei mir ist immer noch am Laden. Ja, das ist richtig. Ich bin drin. Mupfel. Nee, Peter Mupfel hieß er doch. Ey, du warst schon gezogen. Ich auch. So. Achtung, Verbindung der Sitzung fehlgeschlagen. Sitzung konnte ich nicht erstellen. Nee. Bei mir ging's nicht. Bei dir ging's nicht? Nee. Ist wahrscheinlich schon voll dann. Bist du drin oder was? Oder ist noch Platz? Ich bin noch am Laden, also noch am Lademodus, aber ich glaube, er spielt schon. Ich kann doch mal gucken, das sehst du hier unten. Ach ne, der spielt gerade schon die Mission. Ah ja. Das geht so schnell wahrscheinlich. Aber wieso ist er bei... der spielt über Xbox. Live gerade. das geht schon mal gar nicht. Ich kann das doch hier. Spielen. Warte mal. Das würde mich wundern, wenn das jetzt funktionieren würde. Das ist wirklich cool. Warte mal. Freunde. Da musst du erst ein Dings kaufen. Ne, der ist hier online. Ist ja Mupfel YouTube. Ja, Peter Mupfel und da unten steht Xbox One. Mupfel. An die PlayStation und YouTube, das stimmt. Aber bei dem hängt's genauso. Hat so eine Macke. Ne, der spielt das schon. Also, ich komme dann wieder zurück. Spieler derzeit den Job, möchtest du zuschauen? Nein. Abbrechen. Wir machen unsere eigene Sitzung. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo ist Cheng? Ist scheinbar die erste Mission. Zumindest heißt sie so. Ich bin rausgeflogen. Okay, wir können ja mal. Wieso bin ich jetzt wieder alleine? Du bist alleine. Was du bist hier? Sind wir hier drin? Anscheinend nicht. Nee, schick mal eine Einladung. Kannst du nicht, ja. Das dauert so lange, er wird heruntergeladen. Sie haben lange genug das runterladen, die Freunde. So lange ist die Freunde. Oder ich schick dir jetzt eine, ich bin an der Einladungssitzung wieder. Nee, komm her, ich. Alles, ja. Alles gut. Blöder Hund. Ja. Die Kiste ausmachen wieder an. Ich muss eben um zum Steve. Halt. Ja, das kann ich ja machen. Ist das die Nacht schon fertig?
Ich habe die Dings geschickt. Ich bin gerade gucken, ja, aber bis jetzt habe ich noch keine. Hallo. Nee, wir rennen gut lang. Erhalten. Boah, hängt das wieder wie Sau, du. Ich sagte, lange wird ja eh immer. Stevie ist müde. Stevie ist müde. Wo war das denn? Ach, warte mal. Uah. No fucking way! Jesus, nein. Okay. Ich habe immer noch keinen gekriegt von der Einladung. Aber gut, das wird wohl so sein. Warte mal. Finde überall in Los Santos Plane Country versteckte Spielkarten, um genau. Jetsons und RP zu verdienen. Sammle alle zusätzlichen Belohnungen freizuschalten, sowie aktuelle exklusive Belohnungen in Red Redemption Online. Ja, so wie den goldenen Revolver, den wir ja alle so erhalten haben. Ihr seid doch Vögel, ey. Ja, Dito. Ja. Spiele einer. So, ich sende dir nochmal einer, bitte warte. Oder die Axt? Ja, ich hab da eine gesendet nochmal. Jetzt hab ich's erhalten. Jetzt hab ich's erhalten. Komm rüber. Jetzt hat es aber wirklich geschlagen. Zwei Minuten gedauert, bis ich die Sitzung wechseln kann. Ja, was siehst du? Kannst mal sehen, ey. Wo, ja, du bist jetzt aber nicht im Penthouse. Also, Penthouse sag ich. Ne, ich war vorm Casino-Start, hab ich mich jetzt hingestellt. Okay, dann komme ich mal raus. So, wo bist du drin jetzt? Ne. Es lädt noch. Ich bin noch im Ladevorgang. Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht die erste Mission noch starten können? Penthouse Garage, können wir machen, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das war es auf jeden Fall schon mal von dem ersten Part hier bei Folies Gamehouse zu GTA 5 neuen DLC Diamond Casino and Resort. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, oder wir bedanken uns fürs Zuschauen, und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Folie. Tschö.